Fifi und ich sage herzlich willkommen zum Fokus Fachwelt auf Inclusive. Wir haben heute einen Live-Talk mit dem Thema Recovery College und ich freue mich heute, meine beiden Gäste begrüßen zu dürfen. Das sind Sabine Heiniger und Gianni Zuaboni. Und ich tue euch nachher bitten, dass ihr euch selber vorstellen, aber wir tun am Anfang immer ganz ein paar kurze technische Informationen angeben für die Leute, die jetzt live zugeschaltet sind. Und zwar ist es so, dass ihr, wo jetzt da dabei sind, könnt jederzeit während dem Gespräch einfach im Chat eine Nachricht schreiben, wenn ihr irgendeine Frage habt, eine Anregung oder ein Thema, das wir jetzt miteinander nicht besprochen haben, könnt ihr euch einfach melden im Chat oder könnt auch ein Handy aufheben. Und wir nehmen die Diskussion heute auf und würden sie nachher auch auf YouTube allen Leuten, die jetzt heute auch können, teilnehmen, zur Verfügung stellen. Dann starten wir doch und würdet ihr euch vielleicht ein paar Sachen, persönliche Sachen noch zu euch sagen, so, was ihr für eine Funktion habt vielleicht im Recovery College und ja, wie man euch einordnen Ich kann schon starten. Also ich bin Sabine Heiniger. Freut mich, dürfen wir da sein. Merci vielmals für die Einladung. Ich bin seit gerade einem Jahr beim Recovery College dabei und zwar als Expertin aus Erfahrung. Und freue mich sehr, dort können beizutragen an diesem innovativen Projekt in Deutschschweiz. Und freue mich auf diesen Talk heute. Bin gespannt, was wir zusammen Vielen werden Dank. erleben. Es ist so ein bisschen zu mir. Ich komme sonst aus der Gestaltung und bin momentan sonst noch als Kulturvermittlerin tätig. Ja, mein Name ist Gianni Zuaboni und ich leite das Projekt Recovery College Bern. Und seit über einem Jahr, ein bisschen länger als Sabine dabei. Und genau, und ich mache das zu einem Pensum von 40%. Von Haus aus bin ich Pflegewissenschaftler, ich bin am Sanatorium Kirchberg tätig, in der Funktion als Leiter Pflegeentwicklung und Recovery-Beauftragter. Genau. Merci vielmals euch beiden. Dann würde ich sagen, starten wir mit dem Thema. Das Recovery College Bern ist ja, wenn ich mich richtig informiert habe, im Dezember 2019 gestartet. Und könntet ihr uns etwas sagen zu der Idee? Also, was muss man sich jetzt so unter einem Recovery College vorstellen, wenn man jetzt noch nie von dem gehört hat? Also das Recovery College, ich sage es mal aus meiner Perspektive, ist ein Bildungsangebot zum Thema psychische Gesundheit, psychische Erschütterungserfahrungen, der Umgang damit und auch zum Thema Persönlichkeitsentwicklung oder persönliche Entwicklung. Für uns ist es ganz wichtig, dass man es abgrenzt eben zu therapeutischen Angeboten. Also es ist klar zu lokalisieren im Bereich Bildung. Es ist ein Angebot, wo auf Freiwilligkeit basiert. Das heißt, man kann sich melden, egal ob man jetzt Patienten an einem Ort ist oder nicht Patienten an einem Ort. Also das hat überhaupt keinen Zusammenhang. Man kann sich melden, wenn man sich für das Thema psychische Gesundheit interessiert, als Angehörige, als Fachperson oder eben als selber erfahrene Person. Oder einfach, man denkt sich, man möchte sich mal mit dem Thema auseinandersetzen. Es ist jetzt gerade Zeit und dann gerne bei uns für einen Kurs vorbeischauen. Merci vielmals. Du hast gerade auch schon meine zweite Frage beantwortet, nämlich an wen richtet sich eigentlich das Angebot? Also du hast es schon gesagt, das sind Menschen, die selber krankheitsbetroffen sind, aber auch Angehörige, aber eben auch interessierte Bürgerinnen und Bürger, die sich mit dem Thema psychische Gesundheit beschäftigen und gern möchten etwas mehr dazu wissen. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Ich würde noch kurz noch zu der ersten Frage etwas ergänzen. Und zwar ist es aus meiner Perspektive bedeutsam, dass das ganze Angebot sogenannte Co-Produktion erstellt wird. Das heißt, es ist immer jemand dabei, wo das Phänomen oder das Thema, wo im Zentrum ist, selber erlebt hat und dann quasi eine Person, die sich eingelesen hat, berufliche Expertise mitbringen tut. Also wir haben immer sowohl die Erfahrungsexpertise dabei, als auch herkömmliche Fachexpertise dabei bei der Erarbeitung von diesen Kursen und auch bei der Moderation dann von diesen Kursen. Und also wir fassen das jeweils eben so zusammen unter dem Begriff der Co-Produktion.
Und die Co-Produktion, die betrifft dann auch die Art und Weise, wie die Kurse dann ablaufen. Das geht dann, vieles wird diskutiert, vieles wird gemeinsam auch erarbeitet. Und das ist wirklich uns auch sehr, sehr wichtig als pädagogisches Konzept, dass wir über die Herausforderungen oder über Probleme, die eingestellt werden, gemeinsam dann nach Lösungen auch suchen tut, wie man mit diesen Problemen kann umgehen. Merci vielmals. Und vielleicht noch mal für die erste Frage, auch mit der Idee von der Recovery Colleges. Könnt ihr vielleicht dazu noch etwas sagen, von wo kommt die Strömung oder wie sieht es in der Schweiz aus? Sind ihr die Ersten, die so etwas anbieten, oder gibt es noch mehr? Also die Strömung an sich kommt aus dem angelsächsischen Raum. In England, soweit ich informiert bin, gibt es inzwischen über 80, aber auch in Amerika ist es vertreten oder Australien. Dort gibt es auch so Colleges, die für Jugendliche sind, die heissen dann Discovery Colleges. Bei uns im deutschsprachigen Raum ist die Bewegung gerade so am Starten. Wir haben gerade heute Morgen ganz aktuell ein erstes Zoom-Treffen gehabt, wo wir uns vernetzt haben mit deutschsprachigen Recovery Colleges. In der Schweiz, in der Deutschschweiz, sind wir die Ersten, die jetzt dort wirklich ein Angebot starten konnten, letztes Jahr. Vor uns in der Schweiz sind Genfer gewesen. Die sind ein bisschen vor uns gestartet, genau. Also es ist so, glaube ich, eine Bewegung, die jetzt langsam am Wachsen ist, und wir freuen uns auch darauf, dass wir da dabei sein und Pionierarbeit dürfen mitgestalten. Es ist jetzt ja kein Wettbewerb im Gang, he? Wäre jetzt der Erste oder so. Es ist einfach wichtig zu wissen, dass es eine Entwicklung ist, die ganz am Anfang noch ist. He? Und jetzt da in Bern haben wir jetzt die Möglichkeit bekommen, da auch mit entsprechenden Rahmenbedingungen auch, dass jetzt die UPD, die Universitäre Psychiatrische Dienst, gefunden hat, mal, das ist etwas, da wollen wir etwas entwickeln, da wollen wir etwas unterstützen. Und das ist jetzt halt im Moment noch so, dass es ein bisschen in der Region Bern, in der deutschsprachigen Schweiz, im Moment noch so ein bisschen, ja, halt ein Novum, also im deutschsprachigen Bereich von der Schweiz darstellen tut. Aber es gibt mittlerweile auch in Pfäfers, also im St. Gallischen, so ein Projekt, die sind auch schon recht weit vorgeschritten. Und ich glaube, sie planen auch so ein bisschen jetzt im November, Dezember. Ich weiß jetzt auch nicht, wie es aktuell bei Ihnen ist. Aber die sind schon recht weit. Und ich glaube, dass es wird wahrscheinlich dann noch andere Aktivitäten auch in anderen Regionen dann noch geben. Das ist sehr schön. Könnt ihr vielleicht mal sagen, was wird eigentlich genau so angeboten? Ihr habt gesagt, eben, das Angebot richtet sich ja an eine sehr breite Gruppe von interessierten Personen. Und was muss man sich vorstellen, wenn man jetzt so einen Kurs oder so einen Workshop sich anmeldet? Was sind da so für Themen, die angeboten werden? Jetzt bei euch in Bern speziell. Also ich kann da schon mal ein bisschen darauf eingehen, was wir jetzt bisher also ein bisschen gemacht haben. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr gestartet mit einem Workshop, der sehr interaktiv war, wo es auch mal darum ging, überhaupt Bedürfnisse und Inhalt mit den Leuten jetzt aus der Region ein bisschen abzuholen und zu schauen, ja, ist denn das überhaupt ein Bedürfnis für euch? Und das ist ein Workshop, gemeinsam psychische Gesundheit und soziale Teilhabe fördern, wo wir uns so ein bisschen darum gekümmert haben, was sind Bedürfnisse von den Leuten, die gekommen sind. Was haben sie gerne für Inhalte, wie könnte das Recovery College organisiert werden, wie könnte es auch finanziert werden. Und dann haben wir in dieser ersten Phase ein Seminar gehabt, gerade kurz vor Weihnachten, zum Thema mit dem Festtag zurechtkommen. Mit dem Festtag zurechtkommen haben wir das genannt. Und nachher ein Seminar, das sich erstreckt hat bis im Februar. Das war ein mehrteiliges Seminar, Einführung Recovery, bedeutsame Genesungsprozesse entdecken. Das war so die erste Phase, genau, die wir hatten. Ja, und dann sind wir eigentlich dann schon voll Enthusiasmus daran angegangen und dann denken so, bauen wir alles aus. Und dann ist halt der Lockdown gekommen, ist die ganze Pandemie gekommen, und wir haben dann dort relativ kurzfristig haben wir dann angefangen, so Inhalt
Für Plattform inklusiv, oder? Da haben wir da die super Gelegenheit auch bekommen, unterstützt auch von der Berner Fachhochschule und der Promente Sana, dann ihre Plattform also inklusiv können nutzen. Und wir haben dann wirklich mit keine Erfahrung bezüglich Webinars, haben wir dann Kurs anfangen entwickeln und durchführen und haben wirklich so ad hoc dann dazu gelernt und Sabine, es war eine spezielle Erfahrung gewesen und die Rückmeldungen sind von den Teilnehmenden sind sehr, sehr positiv gewesen. Es ist wirklich erstaunlich, dass man, obwohl es eben quasi der persönliche Kontakt natürlich über das Medium da sehr eingeschränkt war, hat es doch auch so ein bisschen wie eine Community gegeben und und ja, das war wirklich eine sehr positive Erfahrung. Und dort haben wir auch so Kurs angeboten. Das Thema Stigmatisierung war auch ein Thema. Dann Umgang mit Sorgen und auch so eine Einführung zum Thema Genesungsprozess, also Recovery. Ja, und das Thema Achtsamkeit haben wir auch noch angeboten. Sorry fürs Dreischwätzen. Persönliche Medizin ist mir noch gerade in den Sinn gekommen. Das war auch ein ganz wichtiges Thema in dieser Online-Phase. Und was ich dort schöner gefunden oder spannend, wir haben angefangen, der Gianni und ich vor einem Jahr, sehr klein, haben auch Christian Bauer, der das ja mit initiiert hat und mit nach Bern geholt hat oder dort den Startschuss gegeben hat, hat uns auch geholfen in dieser Anfangsphase. Und er hat nachher auch in dieser zweiten Angebotsphase mit mir zusammen einen Kurs geleitet einmal und dort ist auch das Dozententeam erweitert worden um Salomon Palasso, wo eben die Achtsamkeit und Entspannung hat mitgemacht und um Diomira Sloxnat, so einen schönen Namen, sich um die Stigmatisierung gekümmert hat und dort eben einen Kurs hat erarbeitet und durchgeführt mit dem Gianni. Also es klingt auch schon durch einen vielfältigen Blumenstrauß an verschiedenen Angeboten, die ihr da schon entwickelt habt und auch offenbar sehr kreativ, auch wenn ihr da schnell auch in der Pandemiephase eben so auf die digitale Variante auch dann nachher umgesattelt habt. Jetzt so, wenn ihr so die beiden Erfahrungen vergleicht, also was planen ihr jetzt so für die Zukunft? Habt ihr das Gefühl, dass eher wie das physische Format bevorzugt wird oder seht ihr da irgendeine gemischte Form oder was habt ihr da für Ideen? Also wir wollen präsent sein, wir wollen im Austausch sein. Ich finde das Webinar wirklich eine gute Ergänzung, dass man das wirklich so auch einsetzen tut, so für partielle Geschichten. Aber wenn es immer möglich ist, glaube ich, das ist miteinander in einem Raum sich austauschen, so, das hat halt ganz einen anderen Effekt, wirkt ganz anders, oder Sabine? Ja, also wir haben jetzt geplant eben für das, was dann kommt in der nächsten Zeit, die wahrscheinlich im November wird starten. Wir haben ja den Sommer wirklich mit dem physischen vor Ort sein geplant und werden das eigentlich auch durchführen. Aktuell ist es ja noch möglich in Bern, weil es einfach wie eine andere Qualität ist vom Treffen, vom Austausch, vom Vertrauen. Aber es war toll gewesen, gerade auch für uns, für das Aufbauen, einfach mal dieses auszuprobieren und zu spüren. Und falls es jetzt zum Lockdown kommt, nochmal, ich glaube, sind wir da gewappnet, oder, Gianni? Spontan wieder etwas anderes daraus zu machen, beziehungsweise das, was wir geplant haben, zu adaptieren. Von dem her. Es kann auch sein, dass wir mal eine Mischform machen. Wir haben jetzt vor kurzer Zeit so eine Mischform dürfen erleben mit einem Trainerkurs, wo wir Trainerinnen aus England haben eingeladen, die natürlich jetzt in dieser Situation momentan nicht zu uns kommen können. Und nachher wir sind als Gruppe vor Ort gewesen, in Bern. Und auch das war eine spannende Erfahrung gewesen. Und auch das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Also sind wir selber wirklich learning by doing. Und immer wieder überrascht auch, das ist ja auch wieder eine neue Möglichkeit und ein neuer Weg, der eigentlich funktioniert, wo wir vorher eben vor einem Jahr vielleicht gar nicht dran gedacht hätten. Und ihr habt vorhin etwas angesprochen, dass ihr wieder ein neues Programm aufstartet. Ich glaube im Herbst, Winter, wenn ich das jetzt recht gehört habe. Oder habt ihr schon gestartet? Oder was habt ihr dort so für Schwerpunkte? Könnt ihr dazu schon etwas sagen?
Also ja, können wir. Gianni ist so schnell. Oder? Also ich habe es vorhin gerade mal angeschaut. Das ist am 26. wo wir mit dem 26. November, wo wir mit dem ersten Kurs werden starten. Jetzt von dem neuen Herbstprogramm, das ist für uns auch wieder so die dritte Phase, sage ich jetzt mal, von dem Angebot, wo aktuell geplant ist, dass wir es im Kornhaus Bern dürfen durchführen oder allenfalls eben der adoptiert online. Wir sind jetzt gerade heute, haben wir den Flyer bekommen, heute dann auch später auch gerne in den Chat rein tun als Link. Das ist Genesung gestalten, der Kurs werden Gianni und ich durchführen. Ist ein sechsteiliger Kurs, wo wir uns eben mit verschiedenen Themen zum Thema Genesen werden auseinandersetzen. Das fällt mir Donnerstag an und ist dann eigentlich relativ regelmässig einfach den folgenden Donnerstag weiter. Nachher geht es weiter mit einem zweiten Kurs. Der ist durchgeführt von Christian Buhr, der ja auch schon ein bisschen Erfahrung hat, das Ganze eben hergeholt hat. Das ist ein Kurs zum Thema Depression verstehen und bewältigen. Den wird er zusammen durchführen mit dem Christian Feldmann. Als Experte aus Erfahrung freuen wir uns auch sehr. Also haben wir dort auch wieder das Team können erweitern von den Moderatoren. Ist für uns auch spannend, dort mal etwas, sozusagen wirklich ein Team, das jetzt nicht jemand von uns vertreten ist, reinzunehmen. Und sie werden das sicher gut machen, weil sie haben beide sehr viel Erfahrung auch im Kurs gehabt. Wir haben da auch ein bisschen geschaut, wer hat Interesse, wer bringt Erfahrung mit, jetzt gerade für das erste Herbstsemester. Nachher, ich sage jetzt noch einen, dann kann dann Gianni mal noch ein bisschen übernehmen wieder. Haben wir wieder einen Kurs, den wir schon kennen, aber den wir letztes Jahr auch Freude hatten und wo gut auf Resonanz gestoßen ist, mit den Festtagen zurechtkommen, werden wir wieder ganz kurz vor Weihnachten anbieten. Weil das so ist die Erfahrung von mir persönlich, aber auch aus dem Umfeld kenne ich das, das ist echt ganz eine spezielle Zeit, oder die Festtage. Und dort haben wir so gemerkt, es gibt noch gar nicht so viel in diesem Bereich und haben das letztes Jahr als Experiment noch gestartet und sind total überrascht gewesen, was da entstanden ist während dem dreistündigen Seminar. Und wir werden es dieses Jahr jetzt auch wieder in ehrlicher Art und Weise durchführen und schauen, was sich dieses Jahr entwickelt. Genau. Jetzt habe ich gerade noch im Chat drin, unsere Homepage und jetzt habe ich aber gerade überprüft und gesehen, es funktioniert gar nicht. Also das ist ein kleines Problem, das wir haben. Wir haben relativ eingeschränkte Ressourcen. Also eben wie gesagt, Sabine, die schafft jetzt seit dem November, hat sie können ihre Spin zum Aufstocken auf 60% und voran hast du 20% geschafft, ich habe 40%. Und also ich würde einfach mehr um Verständnis bitten, dass eben es ist nicht alles perfekt, was wir machen können. Und unser Ziel ist wirklich, dass wir gute Kurse anbieten können, wo wirklich auch der Spirit und das Konzept von der Co-Produktion auch zur Entfaltung kommt. Und da bleiben dann halt so die Geschichten wie jetzt die Homepage, dann haben wir immer ein bisschen als offene Baustelle dann zurück. Oder? Und genau, also da würde ich einfach an dieser Stelle ein bisschen für Verständnis beten und genau. Aber wir sind dran. Work in progress. Merci vielmals. Aber anmelden könnte man sich dann zu einem späteren Zeitpunkt eigentlich über den Link. Einfach ja, für die Teilnehmer, die das interessiert. Oder wie was würdet ihr für einen Weg vorschlagen? Ich tue nachher gleich noch die Adresse von unserem Sekretariat drauf. Die kann man auch mit einem Mail schreiben und dann kommt man die entsprechenden Unterlagen dann auch über. Das, super. Ist das jetzt, das wird funktionieren, meinst du, oder? Nein, da hat uns jetzt noch geholfen. Ja, das ist eben, das ist die alte, das ist, da haben wir noch nicht Programm drauf. Ja. Genau. Also trotzdem. Er sollte bald kommen, wenn ich denke, wenn der nächste Woche drauf geht, sollte das funktionieren mit dem Link. Und die dabei sind, kann sonst dann am Schluss vielleicht das noch teilen mit denen, die dabei sind. Aber dass die dann vielleicht vom YouTube, wenn sie es später schauen, würde ich vorschlagen, vielleicht kann man es unten in die Beschreibung rein tun, dann den Link. Super, merci vielmals. Dann ist mir gerade noch eine andere Frage in dem Zusammenhang in den Sinn gekommen. Wie sieht es aus mit den Teilnehmern? Also müssen die irgendetwas zahlen? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das ist ein guter Punkt. Also, wenn man so ein bisschen schauen tut, wie das andere Recovery College, wo ja quasi so ein bisschen inhaltlich auch unsere Vorbilder sind, also gelöst haben, ist es so, dass in den meisten Fällen das komplett kostenlos ist, von diesen Recovery Colleges. Und wir haben jetzt für uns, haben wir so ein bisschen geschaut, einen stimmigen Weg. Und wir haben jetzt, im Moment ist es so, dass wir grundsätzlich Kurs auch kostenlos anbieten tun, aber für Fachpersonen einen Preis bestimmt haben oder festgelegt haben und auch eine Bezeichnung Gönner eingeführt haben. Also, wenn jetzt du, Caro, zu uns würdest kommen, als Vertretung von irgendeiner Institution, die dich auch entsprechend irgendwie freistellen tut, respektive das auch zahlen kann, dann würde man von dir einen Preis verlangen, oder, für die Kurs. Für die anderen ist es eigentlich kostenlos. Und dann hat man die Möglichkeit, wenn man uns will unterstützen will, als Gönner auftreten und den gleichen Preis dann wie die Fachpersonen zahlen. Okay, also ein flexibles Modell, je nach Situation der Teilnehmer. Flexibel, uns ist einfach wirklich wichtig gewesen, aus der Erfahrung auch wo uns betroffene Personen zurückgemeldet haben, dass es halt Lebenssituationen gibt, wo selbst mit 5 Franken irgendwo darüber entscheidet, ein Angebot zu nehmen oder anzunehmen oder eben halt nicht, wie man es halt nicht hat. Ich glaube, wir fahren gut mit dem und jetzt müssen wir halt schauen, wie sich das entwickelt und wir wollen das wirklich so jetzt auch ein bisschen Erfahrungen sammeln. Aber ich glaube, es gibt einen ganz anderen Raum, es gibt eine ganz andere Atmosphäre auch, wenn man den Zugang zu dem Angebot möglichst offen bewerkstelligen kann. Was meinst du, Sabine, dazu? Doch, also ich finde das sehr ähnlich. Ich bin dort auch eben am Überlegen, dass wir es möglichst für alle auftun, dass es möglichst auch eine Möglichkeit gibt, hinzukommen. Es gibt wirklich Phasen vielleicht im Leben, wo man eben, wenn man noch anfängt, muss zahlen, je nachdem, von wo das man kommt, ist es nachher einfach in dem Moment zu viel. Und da haben wir jetzt das Semester, probieren wir es mal so aus. Es ist, wie gesagt, alles im Prozess, alles im Entwickeln. Wir werden uns da sicher mit neuen Erfahrungen dann wieder austauschen am Ende jetzt von diesem Semester. Genau. Und dann sehen, wie sich das weiterentwickelt. So wie wir auch mit Angeboten experimentieren. Mhm. Genau. Und dort so ein bisschen am Schauen sind. Ja, vorhin noch, vielleicht kann ich noch mal ganz kurz auf die dritte Phase zurückkommen, weil ich habe 2 Angebote noch nicht gesagt habe. Und zwar haben wir noch das Angebot mit Psychose umgehen und Psychose verstehen, wo im Januar startet. Das ist dann mit dem Christian Feldmann. Sorry, ich habe vorhin etwas durcheinander gebracht. Das ist mit dem Christian Feldmann und dem Christian Purs. Erstes Angebot, das ich gesagt habe, ist mit dem Bernd Kotzel und der Nicole Ammerein. Tut mir leid, habe ich euch 2 hier gerade durcheinander gebracht. Aber wir freuen uns eben sehr, wird das Dozententeam auch erweitert. Und nachher gibt es im Januar nochmal ein Experiment, das heisst, der Kurs wird heissen Diagnosen, Umgang mit Diagnosen. Und dort sind Daniel Müller und ich beteiligt. Und dort probieren wir auch wieder etwas aus, was so ein bisschen darum geht, auch den Kontakt mit der Stadt sonst ein bisschen zu suchen oder zu finden. Und zwar gibt es neben dem Kurs noch die fakultative Möglichkeit, ein gemeinsames Theaterstück zum Thema Diagnose, gerade wo kurz zeitnah danach stattfindet, gemeinsam zu besuchen. Und ich bin dort auch sehr gespannt, wie die Leute werden darauf reagieren. Aber ich finde, das ist eine grosse Chance auch von den Recovery Colleges, ein bisschen zu schauen, was für neue Formate kann man ausprobieren, wie können wir es entwickeln, was braucht es oder wo könnte man eben noch etwas reinbringen, was es vielleicht in dieser Art und Weise noch nicht gibt. Da freuen wir uns sehr auf die vielfältigen und absolut spannenden Angebote und sicher auch schön und gut, dass jetzt gerade vielleicht auch in dieser Zeit, wo sonst eben alle möglichen Kontakte und Events ja wirklich sehr schwierig durchzuführen sind, dass gleich ihr könnt oder zumindest hofft, das können durchzuführen. Ich wünsche euch da ganz viel Glück und drücke euch auch die Daumen.
Und da würde ich einfach ganz kurz gerne ein bisschen das Thema ein bisschen wechseln, weil im Zusammenhang mit dem Recovery College respektive mit dem Recovery Kongress gibt es ja auch noch, ich glaube Gianni, da bist du ja auch noch involviert, gibt es ja auch noch einen Link, wo wir ja gerne auch noch den Aufruf starten auf Inklusiv, dass sich Menschen melden, die sich dort gerne mit ihrer persönlichen Recovery-Geschichte dann auch für den Recovery Kongress, der im Juni 2021 stattfindet, bewerben. Habt ihr dazu noch etwas wollen sagen? Ich glaube, das ist nicht ganz das Gleiche wie das Recovery College, aber es geht immerhin um Recovery. Und genau. ganz darum blenden wir jetzt die Werbung noch schnell ein. Jawohl, also wir planen jetzt auch für das Frühlingssemester das Thema eine Schreibwerkstatt im Recovery College anzubieten, wo es eben darum geht, die eigene Geschichte können auch zu entwickeln, an der eigenen Geschichte können, zu arbeiten. Aber was du jetzt ansprichst, Caro, ist wirklich eine Ausschreibung und da muss ich schnell den Hut wechseln. Und zwar darf ich seit ein paar Jahren darf ich da den internationalen Psychiatrie-Kongress zu Recovery und psychischer Gesundheit mitorganisieren. Und wir haben das jetzt schon ein paar Mal in der Vergangenheit gemacht gehabt. Und zwar, wie du gesagt hast, eine Ausschreibung und Leute eingeladen, ihre eigene persönliche Recovery-Geschichte niederschreiben und einzureichen. Und es hat dann ein Gremium gegeben in der Vergangenheit, wo das dann bewertet hat. Und die besten drei Geschichten sind dann eingeladen worden. Also die Autorinnen und Autoren und haben dann ein Symposium dann dürfen gestalten und es ist jedes Mal also sensationell gewesen, also mitunter etwas vom Besten von dem ganzen Kongress gewesen, sehr eindrückliche, spannende und bewegende Geschichten auch, wo da vorgetragen worden sind, wo wirklich vor Augen geführt sind, was es eben bedeuten kann, sich mit so einer psychischen Erschütterung auseinanderzusetzen und so einen Weg dann auch zu gehen. Und das Mal speziell da ist, dass Promentesana zusammen mit dem Kongress arbeiten tut und entsprechend auch Mitarbeiter von Promentesana, der Marcello Wiesler und Noemi. Sie werden zusammen mit mir die Geschichte dann entsprechend auch lesen und die Leute dann entsprechend auch einladen. Und es ist also wirklich, auch wenn jetzt, also von der Rückmeldung her, also es hat jetzt noch niemand bereut, irgendeine Geschichte irgendwie geschrieben zu haben. Im Gegenteil, also es kann wirklich auch so ein bisschen, was ich schon gehört habe, ist, dass wirklich so ein bisschen wie auch ein Startpunkt war, vielleicht auch für eine gewisse persönliche Weiterentwicklung auch. Es mal ansitzen und für sich irgendwo durch niederzuschreiben, was ist dann mit mir passiert und dass das wirklich auch so ein bisschen sehr bedeutsame Erfahrung kann sein, das niederzuschreiben. Genau, und ja, wäre eine super Sache, wenn wir möglichst viele Geschichten haben und genau. Also soll ich gerade noch den Link, das könnte ich auch noch schnell einfügen da unten. Sehr gerne, wenn du den gerade zur Verfügung hast. Jawohl, also ja, das ist, ich muss da schnell recherchieren, nicht, dass ich da irgendetwas verkehrt. Das ist auf der Homepage vom Psychiatrie-Kongress sind die entsprechenden Informationen drauf. Genau. Sorry, Jean. Genau, und ich sehe gerade da eine Frage, die ich gerade ein bisschen vorlesen kann. Und zwar fragt Claudia Schönenberger, ob da auch Peers mitmachen können. Jetzt bin ich nicht ganz sicher, Claudia, ob du meinst bei der Recovery-Geschichte oder was du genau meinst.
Warten wir gerade noch kurz auf Ihre Antwort. Genau. Ausschreibung, Recovery-Geschichten. Zack. Genau, also Claudia fragt eben, ob auch die Peers sich bewerben für die Ausschreibung, für die Recovery-Geschichten. Was sagst du da, Gianni? Unbedingt, also das ist nicht an einer Berufsgruppe gebunden. Also das ist, es geht wirklich darum, dass die Idee, also ich habe gesagt, es wird dann bewertet. He? Und die Idee ist wirklich mehr so ein bisschen, wenn es halt Geschichten sind, nachvollziehbar, hoffnungsvermittelnd, wo wirklich auch für Außenstehende spürbar wird, wo die Herausforderungen gewesen sind und wie mit diesen Herausforderungen umgegangen sind. Das sind so ein bisschen die Kriterien, wo wir dann werden zusammen anschauen. Und das sind alle Menschen, wo irgend von sich so eine Erfahrung haben, sind herzlich eingeladen, die Geschichte einzureichen. Vielleicht auch noch ein Tipp, wir haben ja auf Inclusive ja auch jetzt die neue Rubrik Lebensgeschichten. Und dort kann man vielleicht auch ein bisschen Inspiration holen. Da gibt es ja verschiedene Menschen, wo immer wieder wird ja jemand Neues vorgestellt, wo dort auch etwas von seiner Lebensgeschichte oder von seiner Erfahrungs-Recovery-Geschichte erzählt, kann man vielleicht dort auch mal reinlesen und schauen, so, wie so etwas geschrieben wird oder was dort so für Themen beschrieben werden, dass man sich dort einfach ein bisschen inspirieren lassen. Genau. Ja, jetzt weiss ich nicht, ob ihr noch, wenn wir wieder ein bisschen einen Schwenker machen zum Recovery College, wo ja heute eigentlich unser Hauptthema ist, ob ihr gerne noch etwas sagen wollt, was ihr auch euch wünscht von den Teilnehmern oder was ihr vielleicht noch mitgeben wollt, auch, dass sich möglichst viele Menschen dann auch wirklich getrauen, auch sich anzumelden und sich auch den Mut fassen. Es gibt ja keine Kriterien eigentlich, wo dagegen sprechen, dass man nicht dabei sein kann. Wollt ihr da vielleicht noch irgendetwas sagen? So? Ja, sehr gerne. Mir ist nämlich noch etwas in Sinn gekommen, was wir vergessen haben vorhin. Einerseits probiere ich es nochmal mit einem Link. Und wenn der jetzt auch nicht geht, wie gesagt, gerne tun wir das unten im YouTube-Video. Ich habe da noch einen gefunden für die Broschüre. Ich tue dann nochmal aufladen. Ui. Und was wir noch vorhin nicht haben erzählt, eben gerade so der Zugang. Wir haben das Semester jetzt auch noch etwas Neues, was wir ausprobieren, und zwar sogenannte Infotreffen. Das sind sehr informelle Zeiten, wo man einfach kommen kann, ohne Anmeldungen. Wir haben die Broschüre angegeben, wo ich wieder vor Ort sein oder der Gianni, je nachdem. Und wo ihr einfach Fragen stellen könnt, alle interessiert. Also, wo wir auch gerne helfen. Falls es online geht, helfen wir auch dort mit der Technik, wenn ihr irgendwie Fragen habt. Oder gerne vielleicht auch zukünftig mal wieder Dozenten sein oder eben Studenten, wenn ihr irgendwelche Fragen habt wegen Zugänglichkeit. Wir haben sie so ausgeschrieben, dass es eigentlich keine Vorkenntnis braucht. Also, es gibt jeden, der irgendwie interessiert ist, etwas zu lernen in diesem Gebiet oder auch einfach etwas zu hören, etwas mitnehmen. Das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt. Es ist nicht so, dass man jetzt, wenn man zu uns kommt, unbedingt etwas muss teilen von seiner ganz persönlichen Geschichte. Das darf man, sind wir sehr froh. Wir freuen uns auch, weil so ein Erfahrungswissen natürlich geteilt werden und kann grösser werden. Aber wenn jetzt jemand einfach zuerst mal reinschauen will, alles kein Problem. Also es gibt kein Müssen von dem her. Das ist mir noch ganz wichtig zu sagen. Und die Termine sind bei der Broschüre aufgeschaltet und dann auf der Homepage. Und ich freue mich dort sehr, wenn jemand spontan mal reinschauen mag oder einfach auch so mal vorbeikommt. Wenn ihr jemanden habt in Verwandtschaft oder Bekanntschaft, der irgendwie etwas wissen zu diesem Thema, gerne einfach vorbeischauen. Und das andere, was wir neu sind, ist, ich finde es toll, dass wir Dozenten auch im Fachpersonenbereich haben können, von den verschiedenen Bereichen ein bisschen vergrössern. Das heisst, wir haben jetzt das Semester auch Kontakt mit jemandem, der Arzt ist, also einem Psychiater. Und wir haben auch Kontakt, der aus der Psychologie kommt, und wir haben natürlich eben Kontakt aus der Pflegewissenschaft und aus der Pflege. Also dort gibt es wie verschiedene Bereiche oder Sichten, Fokus zum Hineinschauen, und das ist sicher auch noch spannend für Fachleute, die sich allenfalls möchten anmelden. Und auch Angehörige sind herzlich willkommen. Mhm. Merci vielmals. Ja, und also was ich noch vielleicht noch kurz ergänzen würde, ist man stellt sich ja das immer dann so ein bisschen vor, wie das könnte sein und so, das so zusammen und so das Thema, und es ist also wirklich
sehr, sehr schöne Erfahrungen haben bislang können sammeln in all diesen Kursen, die wir durchgeführt haben und wirklich durchs Band ohne so noch positive Rückmeldungen. Also es ist, ich glaube, es ist wirklich ein gutes Format, eine gute Gelegenheit, um sich zu diesen Themen mit anderen auch auszutauschen. Und das ist auch eine von der Rückmeldungen gewesen, die häufig gemacht worden ist, eben, dass man den Austausch untereinander sehr, sehr geschätzt hat. Und eben, wir bieten den Raum jetzt an und ja, es sind natürlich alle herzlich eingeladen, den auch zu nutzen und mitzugestalten. Ja, merci für den Input, Gianni. Das wollte ich auch gerade sagen. Also gerne auch jemand, der eben irgendwie Lust hat mitzumachen oder auch jetzt denkt, oh spannend, meldet euch an. Ihr seid jetzt die Ersten, die gerade das sozusagen offiziell so nach außen mitbekommen. Bei uns ist heute wieder ein Launch. Ihr seht, eben die Homepage ist noch nicht ganz fertig, aber das PDF ist fertig und wir werden das diese Woche an die Leute, die wir jetzt anfangs haben, versenden. Also die, die gerne etwas hätten, können auch gerne Marion Rocco ein Mail schreiben und dann tun wir es als PDF so sonst gerne versenden als Ankündigung quasi vom nächsten Semesterprogramm. Von dem her, merci vielmals für die Gelegenheit. Auch Garos hat jetzt, ist nicht so geplant am Anfang, aber es hat jetzt wunderbar gepasst gerade. Danke noch. Ja, vielmals. Wir haben da gerade noch einen Hinweis bekommen wegen dem Datum vom Recovery-Kongress 2021. Und das Datum, wenn ich richtig bin, ist der 3. 4. Juni, gell, Gianni? 3. 4. Juni 2021 und nicht Juli. Das wäre dann schade, wenn wir dann einen Monat später... Genau. Das ist der dritte. Also, merci. Ja, danke vielmals. Wir müssen entsprechend weiter. Das ist genau. Jetzt hat es dann Fehler. Ja. Sehr gut. Dann möchte ich mich ganz herzlich bei euch beiden bedanken für den spannenden Input, für die grossartige Arbeit, die ihr macht. Ich wünsche euch, drückt euch die Daumen, dass das weiterhin so gut läuft und natürlich... auch sich eben in grossen Raum verbreitet, wie das der Gianni vorher so schön gesagt hat. Alle Informationen für die, die jetzt heute dabei gewesen sind, aber auch für alle anderen, findet man auf www.inclusive.ch und es wird auch, der heutige Tag wird zu einem späteren Zeitpunkt dann auch auf YouTube verfügbar sein. Da kann man den auch herunterladen, teilen oder nochmal schauen. Und sieht dann auch alle Hinweise, nochmal alle Links, das erscheint jeweils auch auf der Seite, dass man sich dort nochmal informieren kann. Und ich glaube, sonst kann man sich auch jederzeit an die entsprechenden Personen wenden, wenn man noch irgendwie eine Frage hat. Das ist, glaube ich, nie ein Problem. Dann wünsche ich euch allen einen ganz schönen Abend, bleibt gesund und auf ein anderes Mal freue mich. Merci vielmals. Merci, danke Caro fürs Gespräch. Tschüss zusammen. Danke vielmals allen, die dabei waren. Merci. Tschüss miteinander. Schönen Abend. Danke.